Geht schon. Gut. Dann die zweite rechts. Freunde, ich hab's geschafft, dass ich da reinfahr. Ja, aber wie du rauskommst, weißt du nicht. Nein. Das werden wir dann nachher filmen, gell? Wie ich rauskomme. Ja, gibt's ja einen Kran da. Die Militärstreife, die fuhr bis Mitte der 80er Jahre auf dem VW 181. Das ist der Nachfahre, wenn man so möchte, des legendären Kübelwagens. Im Zivil auch Jagdwagen genannt, der VW 181. Ein treuer Diener im Bundesheer, aber natürlich auch in der deutschen Bundeswehr, in der holländischen und in der belgischen Armee. Und das ganz wenige wissen, auch die britische Armee hatte dieses Fahrzeug ganz kurz im Dienst, nämlich in Berlin. Ganz wenige Fahrzeuge waren in Berlin für die britische Armee im Einsatz. Vorne Räder, hinten Ketten. Kein anderes Fahrzeug symbolisiert das Motto unserer Veranstaltung so gut wie das Halbkettenfahrzeug. Eine ganz besondere Kompanie sehen wir hier mit dem Stadtwappen der Stadt Klagenfurt. Ein Fahrzeug der 4. Kompanie des Landwehrstammregiments 73. Die 4. 73 war die südlichste Jagdpanzerkompanie des Bundesheeres, stationiert in Klagenfurt. Meine Damen und Herren, dieses Fahrzeug stand 1991 am Karawankentunnel, direkt am Tunnelportal, bereit, um die Grenze Österreichs zu verteidigen. Beständen des Heeresgeschichtlichen Museums zu sehen, meine Damen und Herren, 7mm Panzerkanone, 45 Tonnen bester amerikanischer Stahl. Ein 12,7mm Maschinengewehr, oben drauf. Okay. 152 Stück waren im österreichischen Bundesheer im Einsatz. Kam ins Museum und stand bis 2010 im Panzergarten im Freien. Heute hier wieder voll fahrfähig, vollkommen restauriert. Dank den Mitarbeitern des Heereslogistikzentrums Wien, das ist die Kaserne gleich hier hinter uns im Arsenal. Dort wurde das Fahrzeug restauriert. 80 PS treibt dieses Fahrzeug an. Die Einstiegshöhe war so hoch, dass da unten in der Wanne eine Seilwinde eingebaut wurde. Damit musste so hoch, dieses Fahrzeug raus diese Höhe bekommen. Ist nicht immer militarisiert, ist alles noch drin. Ja, meine Damen und Herren, ein ganz besonderer Schützenpanzer kommt als nächstes. Driften mit dem Auto, ja, das kann bald jemand, aber driften mit dem Panzer, meine Damen und Herren, das Fahrzeug so zu beherrschen, das ist wirklich Panzerfahren in höchster Vollendung. Ausscheidung drauf zu schießen. Leichter und schneller, einfacher zu bauen waren als Kampfpanzer. Besatzung, 18 Tonnen Kampfgewicht. Gebaut bei Skoda. Der Hetzer, der wurde uns 1974 aus der Schweiz geschenkt. Die Schweiz, die hatte 150 Fahrzeuge dieses Typs im Einsatz. Und diese 150 Fahrzeuge, die wurden 1972 ausgeschieden. Die meisten wurden verschrottet. Wir hatten das große Glück, einen Hetzer zu bekommen, der mit seinem Originalmotor, mit dem Prager Benzinmotor funktioniert. Thank you.
das Klappern, gefolgt von einem Jeep der britischen Armee in Mickey Mouse Camouflage, in Mickey Mouse Handlackierung. Und dahinter, meine Damen und Herren, ein Jeep der 8. britischen Armee, der Desert Red, mit der Truppenbetreuung drinnen. Die Truppenbetreuung hat uns vorher gesungen. Der 45. Infanteriedivision, das ist jene Division, die in Linz stationiert war, und das zweite Motorrad, die Abzeichen einer Gebirgsdivision. Diese Motorräder, muss man sich vorstellen, die fuhren schon einmal nach Russland und wieder zurück. Meine Damen und Herren, ich darf mich jetzt gleich vorab bedanken beim österreichischen Husarclub. Der Husarclub hat sich zum Auftrag gesetzt, den Husar, das ist ein mittlerer, leichter LKW aus österreichischer Produktion. Die österreichische Automobilfabrik Graef & Stift hat dieses Fahrzeug entwickelt für den Bedarf des Bundesheeres. Und der Husarclub hat sich zum Auftrag gegeben, diese Fahrzeuge zu erhalten. Wir haben hier vermutlich die größte Ansammlung von Husaren aus ÖAF-Produktion. Sein Jahrestreffen hält der Husarclub jedes Jahr hier bei uns ab. Und es ist immer wieder toll, wie die Husaren zu uns kommen. Denn die Husaren, meine Damen und Herren, die fahren quer durch die Weltgeschichte. Und wenn Sie die beiden Gelben jetzt sehen, dann lesen Sie auf der Seite Wüste Touren. Und Wüste Touren, das spricht für sich. Denn diese Fahrzeuge, die waren schon in Nordafrika, die waren in der Sahara, und ich habe gehört, die machen sich jetzt gerade fertig für einen Trip in die Mongolei. Auf eigener Achse in die Mongolei zu fahren, meine Damen und Herren, das ist nicht nichts, das ist nicht nebenan. Ich darf mich recht herzlich beim Husarclub bedanken für das Jahrestreffen, das sie wieder heuer bei uns abgehalten haben, und es freut mich ganz besonders, so viele schöne Husaren hier wieder bei uns zu sehen. Ich darf gleich für nächstes Jahr wieder eine Einladung aussprechen. Kommt bitte wieder, bringt wieder eure schnuckeligen kleinen Husaren mit. Echte Österreicher aus dem 23. Bezirk in Wien. Man könnte sagen, echte Wiener aus Liesing. Die Husaren von ÖAF. Schaut sie wieder, soll ich nach hinten schauen? Für den Bedarf der deutschen Bundeswehr wurden mehrere LKWs bei der Aufstellung dieser Armee gebaut und entwickelt. Und einer davon, das war der Hanomag. Hanomag, das steht für schwere LKWs. In diesem Fall sehen wir hier einen Hanomag 2811 mit einem Fernmeldeaufbau, der es ermöglicht, Funkgeräte, Fernschreiber etc. hinten in diesem Aufbau unterzubringen. Geländegängigkeit sehr hoch. Das sehen wir, es ist nicht einfach, mit so einem schweren Fahrzeug hier auf das Geländehindernis drauf und drüber zu kommen. Aber ein Hanomag, der schafft das. Entwickelt in den 1960er Jahren für den Bedarf der deutschen Bundeswehr. Heute ein sehr seltenes Fahrzeug. Und ich bedanke mich jetzt schon beim Besitzer, dass er heuer bei uns vorbeigeschaut hat, und ich hoffe, er schaut nächstes Jahr wieder bei uns vorbei. Meine Damen und Herren, ein GMC, das ist ein amerikanischer Lastkraftwagen, ein Jimmy. Und diesen Jimmy, wir sehen hier einen CCKW 352, einen Closed Cab. Wenn Sie durch unsere Feldlager gehen, dann sehen Sie mehrere GMCs, kurze und lange GMCs. Und hier haben wir einen mit geschlossenem Fahrerhaus, das heißt einen Closed Cab.
Die GMCs, die waren sehr beliebt, nicht nur bei den amerikanischen Soldaten, sondern auch bei den Österreichern. Das Bundesheer verfügte über eine große Anzahl von GMC-LKWs aller Typen. Diese Fahrzeuge dienten in Österreich bis in die 1970er Jahre, danach wurden sie ausgeschieden und die meisten haben ein unrühmliches Ende am Schrottplatz gefunden. Einige wurden jedoch am Leben erhalten, perfekt restauriert und können heute nach wie vor die Straßen bevölkern. Schön einen Closed Cab CCKW 352 hier bei uns zu haben. Ich bedanke mich beim Dr. Josef Deinböck, das ist nämlich der Besitzer dieses Closed Cab 352, dass er heuer sein Auto bei uns vorbeigebracht hat. Als nächstes darf ich Ihnen präsentieren einen Dodge. Wir hatten natürlich schon einige Dodge heute, aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Dodge neu aufgelegt. Der Dodge M37 ist wie sein Vorgänger ein leichter Lastkraftwagen für universellen Einsatz. Der M37 war das Fahrzeug der 1960er Jahre in den USA, in Europa, aber natürlich auch in Vietnam. In Vietnam, in unfreundlichem Klima, konnte der Dodge M37 beweisen, was er kann. Und das kann er bis heute. Die M37, die wurden auch vom Bundesheer angeschafft, fuhren doch sehr lange als Sanitätsfahrzeuge und Fernmeldefahrzeuge für das Bundesheer, nämlich bis Mitte der 1980er Jahre. Da gingen die letzten Sanitätsfahrzeuge dieses Typs aus der Nutzung. Ja, Fernmelder haben wir heute schon gesehen. Jetzt sehen wir einen Fernmeldetrupp, einen Kabeltrupp des Fliegerabwehrbataillons 1, ehemals in Großenzersdorf. Das Bataillon ist lange, lange schon Geschichte, die Kaserne verkauft. Aber diese Tradition der Großenzersdorfer Fliegerabwehr, die wird am Leben gehalten von Kameraden, die hier uns den Kabelbau, den Feldkabelbau vorführen. Der Kommandant mit seinem Führungsfahrzeug, einem Funkjeep, ist abgesessen, er weist den Kabeltrupp ein. Der Kabeltrupp stellt die Verbindung her zwischen den Feuerleitelementen und den Geschützen. Es folgt der Kabeltrupp. Der Kabeltrupp hat eine Feldkabeltrommel, eine Astgabel, eine Kabelgabel und gefolgt wird er von ihrem Truppfahrzeug. Das Truppfahrzeug, wieder ein Dodge, diesmal ein WC-52 und WC steht dabei für Weapons Carrier, der Kommandant weist erneut ein. Kabel verlegen, das ist eine anstrengende Arbeit. Im Dodge hinten drinnen haben sie noch eine große Kabeltrommel, um hier entsprechend viel Feldkabel mitzuhaben. Ja, Winkel, Backel, Kisten und Fetzen. All das hat eine Jeep-Besatzung dabei, denn der Jeep, das ist ein Universalfahrzeug. Ausgelegt für den Truppentransport als Verbindungsfahrzeug, aber genauso als Heimat des Soldaten, als fahrendes Wohnzimmer, wenn man so möchte, und daher hat der Soldat auch auf seinem Auto alles dabei. Und Sie sehen hinten einen Zusatzkofferraum, wenn man so möchte. Ein Rack, einen Gitterkorb, der befüllt ist mit allem, was der Soldat so braucht zum Leben. Wenn wir von schweren LKWs sprechen, meine Damen und Herren, dann sprechen wir gerade bei den amerikanischen Fahrzeugen von der Firma White. White, ein Produzent für schwere und schwerste Lastkraftwagen, hat auch diesen 6-Tonner, ein 6-Tonnen LKW gebaut. Der White 666666 war ein Fahrzeug für den Bedarf der Pioniertruppe zum Ziehen von Brückenelementen und schwerem Pioniergerät.
Ja, meine Damen und Herren, eine absolute Rarität weltweit fährt jetzt vor. Ein Studebaker US 6x4, ein U6 Tractor, Baujahr 1945, hergestellt in South Bend, Indiana, USA. Ein Sechszylinder Hercules Reihenmotor, Benzin natürlich, treibt diese Sattelzugmaschine für einen 7 Tonnen Auflieger. Vor allen Dingen bei der Luftwaffe war dieses Fahrzeug im Einsatz. Die amerikanische, die US-Luftwaffe, verwendet diese Fahrzeuge zum Transport von Nachschubgütern. Weltweit ist dieses Fahrzeug extrem selten. Es gibt 5 Originale weltweit, 5 erhaltene Fahrzeuge. Ja, GMC gibt es ja einige, aber ganz besonders schöne GMCs, die sind selten. Wir sehen jetzt einen CCKW 352, einen langen GMC, und Sie sehen, das ist die Variante mit dem offenen, mit dem Stoffdach. Mit den Abzeichen der 82. Luftlandedivision der US Army ist dieses Fahrzeug mit einem Stoffdach und Stofftüren ausgerüstet. Ein absoluter Militär-LKW, wunderschön restauriert. Ich bedanke mich beim Fahrer, dass er uns nicht nur den GMC gebracht hat, sondern auch dieses riesige Feldlager der US Army für uns aufgebaut hat. Meine Damen und Herren, als die ersten Jeeps vom Band liefen, sowohl bei Willys als auch bei Ford, der Willys MB und der Ford GPW, da gab es eine besondere Kühlerform, und diese erste Form, der sogenannte Sled Grill, der wurde bis in den Mai 1942 gefertigt. Der Sled Grill Jeep, das ist die erste Variante des Standardized Jeeps, des Standard Jeeps der Herstellung bei Willys und Ford. Wir sehen hier einen Willys MB Sled Grill aus der ersten Produktionsserie. Eignet sich natürlich auch hervorragend als Abschleppfahrzeug. Wir sehen hier eine gefechtsmäßige Bergung eines Jeeps. Vorne der verwundete Jeep am Abschleppdreieck, hinten ein Sanitätsjeep. Sie sehen, die Krankenschwester kümmert sich rührend um den Verletzten. Oh, der fühlt sich auch gut behandelt, das freut mich. Das ist Mut. Aber wenn man verwundet ist, dann ist es völlig egal, dann muss man weg aus dem vom Gefechtsfeld. Dann muss erste Hilfe geleistet werden. Gesichert wird das ganze Unternehmen durch die Infanterie, die nebenher geht und die Bergung unterstützt. Die Sanitätsversorgung hervorragend. Ich denke, besser kann man es nicht treffen, als eine Krankenschwester bereits im Jeep zu haben, wenn man verwundet wird. Platz für 2 liegend Verwundete auf diesem Jeep, um sie gefechtsmäßig bergen zu können. Voraus ein kranker Jeep, dahinter ein verwundeter Soldat. Beide müssen jetzt in die Instandsetzung. Der Jeep am Abschleppdreieck seines Vordermanns, der verwundete Soldat. Nach dem Motto, das auf dem Sanitätsjeep draufsteht, in God we trust, auf Gott vertrauen wir. Dieses Gottvertrauen, das braucht er auch, wenn er vorne auf der Motorhaube liegt. Stellen Sie sich vor, im Gelände, da ist das Ganze dann nicht mehr so lustig. Da wirft es den Mann ganz schön durch die Gegend. Ein ganz besonders seltenes Fahrzeug darf ich Ihnen jetzt präsentieren. Ein Humber Heavy Utility Car. Aus britischer Fertigung der Humber-Werke, aus dem Bestand der tschechoslowakischen Brigade. Die tschechoslowakische Brigade, das war eine Panzerbrigade aus Exil-Tschechen und Slowaken, die an der Seite der Briten gekämpft haben, die 1945 in ihre Heimat zurückgekehrt sind und danach ja, meistens nicht sehr gut behandelt wurden, denn
sehen wir ihn gleich nochmal. Den Christian Kaumberger, den Chefinstruktor des ÖAMTC Fahrtechnikzentrums für Offroad. Und der Christian, der schenkt sich wirklich nichts. Mit seinem Quad, das Quad als militärisches Transportmittel, speziell für das Hochgebirge und das unwegsame Gelände. Ja, unsere Quadfahrer, die nehmen natürlich auch Stunden beim Christian, denn ich denke, es ist sehr wichtig, das Quad richtig zu beherrschen, hundertprozentig zu beherrschen. Das ist Fahrkönnen in Rheinkultur, Perfektion, aber wer, wenn nicht er, soll es können? Ja, wir haben eröffnet mit einem Fahrzeug der Obereigner Automotive, einem Allrad 6x6 Sprinter. Und jetzt sehen wir auf Basis des Sprinters ein militärisches, geschütztes Transportfahrzeug. Für den Bedarf der europäischen Streitkräfte, dieses Fahrzeug geht jetzt bei mehreren Armeen in die Erprobung, ist dieses Fahrzeug entwickelt worden, um Personen, Soldaten geschützt zu transportieren. Die Obereigner Automotive, das ist der Allradspezialist aus Oberösterreich, gemeinsam mit Mercedes baut Obereigner dieses Fahrzeug für den militärischen Bedarf. Und ja, vielleicht sehen wir es das eine oder andere Mal noch in Österreich, wenn es bei uns auch in die Erprobung geht. Fahrzeug aus dem Bestand des Heeresgeschichtlichen Museums mit einer 57 mm rückstoßfreien amerikanischen Panzerabwehrkanone. Ein besonders interessantes Fahrzeug und ein besonders hilfreiches Fahrzeug. Das ist ein Unimog, der ehemals 32 Jahre im Einsatz war. Und er hat jetzt ein zweites hilfreiches Leben, nämlich als Einsatzfahrzeug, als Search and Rescue Fahrzeug der österreichischen Rettungshundebrigade. Ein Militärfahrzeug, das ausgeschieden wurde und jetzt ein zweites, neues Leben bekommen hat. Ein Leben, das Leben rettet im Einsatz der österreichischen Rettungshundebrigade. Meine Damen und Herren, ein Haflinger, ja, den Haflinger, den kennt man, das ist ein kleiner Allrad-Geländespezialist aus Österreich, entwickelt vom Diplom-Ingenieur Ledwinker, mit 4 Pendelachsen ausgestattet. Aber hier sehen wir nicht einen normalen Haflinger, sondern wir haben hier einen langen, sogenannten langen Haflinger, der ursprünglich für 6 Personen zugelassen war, aber in der Sanitätsausführung, wie er auch beim österreichischen Bundesheer in der Erprobung stand, ja, der Haflinger, das ist ein wirklich reiner Geländespringer, der als Sanitätsfahrzeug nur bedingt eingesetzt werden kann. Ein weiterer, ganz besonderer Haflinger, der wird uns vom Haflinger-Spezialisten aus Österreich, von Peter Krumha, präsentiert. Und zwar ein Australier, ein Kangaroo made in Austria, einer von 50 Haflingern, der das Lenkrad auf der rechten Seite hat und der an die australische Armee verkauft wurde. Der Peter, der hat dieses Fahrzeug in Australien gefunden, hat es zurückgekauft und zurück nach Österreich gebracht. Und das ist eine ganz besondere Leistung, denn Australien, wie wir wissen, Austria und Australia, das ist nicht nebeneinander. Daher, der Peter hat eine sehr umfangreiche Haflinger-Sammlung, ist der Haflinger-Spezialist und ja, er hat sich diesen Traum eines besonders seltenen Haflingers erfüllt. Ja, meine Damen und Herren, was den Westen, den Soldaten der Jeep oder auch der Land Rover, das ist im Osten der GAS, ein russisches Geländefahrzeug, hier in der Ausführung der rumänischen Streitkräfte, ein ARO. Der ARO, das ist die Weiterentwicklung des GAS,
Und der Aru, der wurde in Rumänien gebaut für den Bedarf der rumänischen Armee. Ja, meine Damen und Herren, die Radfahrer, das war eine ganz besondere Truppe. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs waren die Radfahrtruppen in der deutschen Wehrmacht mit dem sogenannten Waffenrad, mit dem Truppenfahrrad ausgerüstet. Wir sehen voran ein Truppenfahrrad der ehemaligen deutschen Wehrmacht, ein Herold-Truppenfahrrad, gefolgt von einem Schweizer Fahrrad 05, das Velo 05, das war das Truppenfahrrad von 1905 bis in die 80er Jahre. Ja, die Radfahrfüsiliere gehörten zur Truppengattung der leichten und mechanisierten Truppen. Das erkennt man schon an der gelben Waffenfarbe des Soldaten. Und er wird uns jetzt auch zeigen, wie man über ein Geländehindernis mit dem Velo 05 samt Stahlhelm und Ausrüstung am Fahrrad drüber kommt. Ich selbst habe diese Schweizer Radfahrsoldaten doch einige Male gesehen und bergauf sah ich sie immer nur schieben, bergab dafür umso schneller fahren. Da kommt es auf gute Bremsen an. Herzlichen Dank, Männer, für eure Freude.